Was jetzt? Ja. Ja, danke. War nochmal alles Gute von mir. Danke, danke. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bärbel Beef. Hier aus Papa Ari. Mit Papa Ari. Wir hatten letztens gequatscht. Gestern kurz per Videocall und heute stehen wir hier in der Puderstraße und wollen mal schauen, was es hier alles zu essen gibt. Also einfach mal das gesamte kulinarische Konzept des Papa Aris auseinandernehmen und euch zeigen, was man hier genau essen kann, was vielleicht Arafat hier gerne isst, was unsere neue Lieblingsspeise hier wird und ja, was die Speisekarte halt so hergibt. Ne? Ich bin gespannt, ich hoffe, ihr seid es auch. Wir werden auch noch zwei, drei Fragen aufkommen, wollte ich sagen, aber ja. Gut, alles klar. Achso, Simon ist natürlich auch dabei. Hi. Guten Tag. Alter, wir wissen, dass deine Hupe läuft. Feierabend. Und dein Problem? Ja, toll. Vollidiot, du. Genus. Gute Laune. Ja. Der ist doch bescheuert. Ja, das heißt. Er muss nach Hause. Ganz ehrlich, um diese Uhrzeit muss er gute Laune haben. Ich würde sagen, wie starten wir rein? Was ist das Konzept? Ich habe schon geguckt. Pizza, Pasta, Burger, arabische Spezialität. Richtig? Richtig. Wenn du hier essen gehen würdest, was wären deine drei Tops? Ich würde sagen, deine drei Tops, die also, du geben. Ich bin ehrlich, wenn ich jetzt nicht gerade auf Sport bin und auf das lassen wir weg. Gesunde Ernährung. Ja. Meine drei Tops. Pizza Salami. Okay. Den Burger. Papa Ali Burger. Aber hallo. Okay. Okay. Und die Salate. Und ein Pasta-Gericht? Für mich Pasta-Gericht ist Rigatoni Arrabbiata mit Filetspitzen. So, dann müssen wir alles ausprobieren. Ich würde sagen, dann nehmen wir die alle. Ja, ja, würde ich sagen. Ja. In der Zwischenzeit, wo wir warten, hat Schlummi drei Fragen für Ari vorbereitet. Richtig. Bevor es zum Essen geht, hätte ich eine Frage. Wenn du eine Sache auf der Welt verändern könntest, welche wäre es? Frieden für alle, Weltfrieden. 100%. Welche war die beste Entscheidung in deiner beruflichen Laufbahn? Ja? Wenn ich ehrlich bin, die Trennung von Bushido. Okay. Eine letzte Frage habe ich noch. Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du am meisten dankbar? Wenn man das überhaupt auf drei runterbrechen kann, weiß er nicht. Mein Glauben, meine Familie und die Gesundheit. Dann danke ich dir für die Antworten. Das war's noch ganz simpel. Ich danke dir. Bist du aufgeregt oder was? Nee, ach Gott. So, mal schauen, was jetzt hier aufgetischt wird, was wir alles schaffen. Weil wir müssen danach noch zu einem Dreh mit Piero Lombardi. Ne? Auch in der nächsten Folge dabei. Seid gespannt, da müssen wir auch noch mal essen. Das ist dein Diätessen für die schmale Linie. Eier, das und dann kommen noch Putenschüssel. Fertig. Geil. Ja, reicht ja. Ne? Heute müssen ja nur wir essen. Bunt, eiweißreich, meine gegrilltes Hähnchen. Sekretärin. Ja, erstmal würde ich sagen, haben wir jetzt so viele Folgen abgedreht. Ich komme auch viel aus NRW, Köln, Essen, Düsseldorf. Viele Folgen, die wir in Berlin gedreht haben. Und da würde ich sagen, nimmt man sich mal sowas zum Beispiel an so leckeren Essen von Arafat. Mit frischen Salat, schön gegrilltes Gemüse, okay. Hähnchenbrust, Eier. Ich sage, ich rede mit Boxen. Sollten wir vielleicht auch mal ein paar Wochen einführen. Aber jetzt sind wir halt wieder bei der Pizza angekommen. Wenn er keine Diät machen würde. Ja. Wollen wir uns erstmal ein Stück nehmen. Lass ihn telefonieren. Und hier kommt er. Ich wollte dich beim Essen gar nicht stören, aber wenn wir beim Essen angekommen sind. Du störst nicht. Vielleicht. Deswegen sind wir ja hier. Ja, auf jeden. Was ist denn so auch mal Props an andere, so wenn du woanders essen gehst, so dein Top-Restaurant, wo du immer hingehst, wo du sagen kannst, hey, hier in Berlin, sagen wir mal. Da gibt es so ein paar Restaurants. Was wäre sag mal so deine Top 3. Das eine, ich weiß, wo es ist, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Er googelt und ich teste mal die Pizza, oder? Wollen wir aber ganz ehrlich, ja? Ja. Du bist doch ein Mann, oder? Du stehst zu seinem Wort. Ja. Wenn es schlecht ist, sag, es ist schlecht. Oder wenn es gut ist, sag, es ist gut. Safe. Okay? Okay. Meine ich richtig ernst? Ja. Ich kann, weißt du, du kannst uns dann nur helfen, besser zu werden. Safe. Ich bin oder gleich zu bleiben. Ich bin gelernter Koch, komme aus einer Gastronomie und ich sag mein ehrliches Statement dazu. Also alles auf eine Gabel hier. Bin ich jetzt mal gespannt, was das hier kann, lecker. Riechen tut es auf jeden Fall schon mal gut. Der Papa Ari Burger. Hat eine angenehme Schärfe. Für mich könnte es ein bisschen schärfer sein, aber. Kannst du nachschärfen? Kannst du nachschärfen. Ja, deswegen besser, als wenn es zu scharf ist, definitiv. Und für
Nudeln Arrabbiata mit Filetspitzen, ein grundsolides Gericht, würde ich sagen. War schön angerissen noch. Cappuccino. Vielleicht testen wir mal die Top 3 von dir in irgendeiner Folge. Deswegen erzähl mal. Also, Top 1 ist das Restaurant Cappuccino. Ist Ecke Grollmannstraße. Italiener oder was? Er ist ein Italiener. Er ist top, top, top. Du mir glaubst oder nicht, das zweite ist für mich Beef Club. Hasir Beef Club. Ja. Mhm. Das Fleisch ist 1A. Würstelang? 1A. Er ist einmal am Kudamm, einmal am Potsdamer Platz. Genau. Und im KDW gibt es den einmal. Und Top 3? Adana Grill. Adana Grill, ja. Ja. Da waren wir auch schon. Haben wir da waren schon wir auch schon. Ja. Sehr, 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 sehr gut. Wirklich. Also das sind die Adressen, wenn du Bock hast auf so Fleisch. Ja. Ja. Und auf Italienisch, habe ich ja gesagt. Genau. Was würdest du sagen, ist der beste Döner in Berlin? Der beste Döner in Berlin ist einmal für mich Döner 44 und Yorkstraße. Pizza? Krass. Für uns Uhr. Kennst du Uhr? Uhr im Biss? Prinzenallee. Kenn ich nicht. Und Shawarma? Shawarma. Imrin ist sehr gut, obwohl es ein Türke ist. Mhm. Und es gibt noch ein, nee, nicht böse gemeint, weil eigentlich Shawarma machen meistens die Araber und nicht die Türken. Und es gibt noch einen Shawarma-Laden, aber ich weiß nicht, wie der heißt. Ich kenne 1000 Restaurants, aber ich merke mir nicht den Namen. Ich gehe einfach hin und gehe essen. Grüße gehen raus für uns an Assam. Assam auch. Assam-Restaurant. Ja. Und wer gut Sushi essen will, oder allgemein diese, Dudu 36. Wie heißt er? Dudu 36 in der Bleibtreustraße. Okay. Nur zu empfehlen. Wir picken uns da mal was raus, vielleicht gibt es da noch mal eine eigene Tour. Wir waren ja gestern bei Sushi Goku mit Ehren zusammen. Ja. Warst du da schon mal? Sushi Goku, Potsdamer Platz. Ungelogen, ungelogen. Sushi Goku, ich habe die letzten 4 Male da gegessen. Top, ungelogen. Folge kommt bald. Warte, ganz kurz, darauf. Ganz kurz. Ihr müsst unbedingt, wenn ihr bei Sushi Goku seid, unbedingt den Krabbenburger essen. Ja, überall. Haben wir auch gesagt. Überkrank. Ich habe gestern schon in der Folge gesagt, ich habe noch also besser als jeder Burger. Ja, und noch nie so gutes Bandelbau gegessen. Noch nie. Das Breeds könnt ihr sehr gut frühstücken. Wer Lust auf Süßes hat, erst recht. Und da gibt es den Krabbenburger auch. Die haben den Krabbenburger auch da? Freilich. Die Folge kommt bald mit Erin, den zitternden Stuben von TikTok. Und es wird geisteskrank. Achte darauf. Was hast du bis jetzt probiert? Ich habe die Nudeln probiert, Steak schon abgegeben. Und es ist eine richtig grundsolide, geile, stabile, fettige Salami-Pizza, wie man sie essen will, wenn man eine Salami-Pizza hat. Sehr herrlich, die ist knusprig am feinsten. Ja, die ist super. Habt ihr auch einen guten Ofen, deswegen geil. Probier jetzt mit dem Burger, dann bin ich mal gespannt. Wenn ich Bock auf eine käsige, richtig gute Salami-Pizza habe, es ist einfach genau die Grundvorstellung, die du im Kopf hast. Knuspriger, dünner Teig. Einfach genauso, wie du Bock auf eine Salami-Pizza hast. Ist einfach so. Du musst das Rad nicht immer neu erfinden. So. Einfach nur gut machen. Das ist einfach eine leckere Pizza. Ich bin ja Fan von dünneren Teigen eher. Ich auch. Deswegen, dünn, ja. Es gibt ja auch Pizzen so mit sehr dicken Teig sozusagen. Also sehr soft, dick. Neapolitanische Pizza zum Beispiel. Ja, zum Beispiel Pizza hat auch. Findest du nicht so gut? Nein. Das ist ja amerikanischer Style. Du stehst ja eher auf die italienische Pizza. Ja, aber diese amerikanische Style, deswegen sehen sie auch alle so fett aus. Okay? Da ist so ein Teig und so viel Belag drauf. Alter, wenn ich diese Pizza esse, bin ich erstmal eine Woche sättig. Definitiv. Aber das ist ein geiles Essen, ne? Schön mit dieser gegrillten Zwiebel, schön die gegrillte Tomate, so ein bisschen so auf dem Grillhaus angelehnt, ein paar Eier dazu, Salat. Absolut kohlenhydratenfrei. Und dir fehlt da nichts im Endeffekt, ne? Nur Protein. Wusstest du, dass der Mensch eigentlich gar nicht mit Kohlenhydrate gemacht wurde? Mhm, ich wusste. Eigentlich auch gar nichts zum Fleisch essen. Nein. Wusstest du das? Nee. Weil wir keine Reißzähne haben. Darum geht es lang. Und Fleisch oder nicht Fleisch. Aber heutzutage, der auf Fleisch verzichtet, oder er geht wirklich zum Bio-Fleischer und kauft antibiotikafreies Fleisch. Ja. Das ist jetzt der Papa Ari Burger hier. Und das sind wirklich karamellisierte Zwiebeln. Kannst du die gerade kurz noch? Ihr habt es ja gerade auf dem Bild schon gesehen. Perfekt, on point. Burger, Digga, wir haben einige Burger in Berlin durch, das weißt du. Geil. Mit einem Burger zu toppen ist mittlerweile schwer. Müssen wir auch ehrlich sein jetzt hier. Hättest du da noch ein selbstgemachter Band drin, Digga? Selbstgemachtes Brötchen wäre perfekt. Ja. Weißt du, wie ich meine? Was ist der Burger? Der Burger an sich ist geil. Brötchen will ich nochmal überdenken, aber ansonsten ist geil. Hast Zürmer drin, wie gesagt, die haben wir in Zwiebeln, habt ihr gerade gesehen. Schöner Cheddar, schön saftig, tropfig, Jalapenos drin, alles was ein Burger braucht. Und vor allen Dingen ist kein Salat drin. Ich finde immer, Salat macht das Fleisch geil. Bei mir gehört keine rohe Tomate und Eisbergsalat, sowas gehört für mich alles nicht in den Burger rein. Finde ich auch. Bisschen Schärfe, Fleisch, die richtige Soße, Zwiebeln, tschüss. Währenddessen ich jetzt meinen Burger esse, habe ich mal eine Frage. Wenn du nur noch eine einzige Sache essen dürftest, jeden Tag,
Welches Gericht wäre das für dich? Eine einzige Sache jeden Tag. Das ist sozusagen dein Lieblingsgericht, was du dann jeden Tag... Muss das was zu essen sein oder kann es auch eine Dattel sein? Nee, es muss schon was, es muss schon ein Gericht sein. Du musst es jeden Tag essen, du musst damit auskommen. Du musst nichts anderes mehr essen. Du darfst nichts anderes. du bist drei Datteln am Tag bist du safe. Alle Du würdest nur noch Datteln essen. Dein Leben lang nur noch Datteln. Mein Leben lang, dann lieber, da ist alles drin. Ich habe jegliche Vitamine drin, Mineralstoffe, ja. Süßes und was Fleischiges. Aber hängt dir das nicht irgendwann zum Hals raus, dein Leben lang? Egal, wenn du was Leben lang isst, hängt dir das zum Hals raus. Weißt du, was bei mir wäre? Döner. Ja, oh, nee. weil guck mal, mit Döner kannst du immer variieren. Du kannst Salat weglassen, du kannst Fleisch weglassen, du kannst kombinieren mit den Soßen, Schaf, Knoblauch, Kräuter, okay. Mit dem Brot. Du hast echt gesagt, eine Sache, die unverändbar ist. Jetzt legst du schon mal in einer Sache, willst etliche Sachen verändern. Das ist ja was ganz anderes. Ja, okay, aber gut, das Gericht Döner. Sagen wir ein Gericht, mit dem du sozusagen. Ja, ein Gericht. Was du sagst, ich korrigiere mich. Okay, dann sagen wir ein Gericht, womit du variieren kannst. Was wäre das? Datteln ist schon hart, Digga. Dein Leben lang nur noch Datteln. Ein gesundes Gemüseeintopf. Ein gesunder Gemüseeintopf? Ja. Auf jeden Fall. Ich hab gesagt, magst du vor, diese vietnamesische Nudelsuppe? Oh mein Gott. Magst du nicht? Vor Gras? Ja. Vor Bo? Ja. Ja. Oh, jawoll, dann müssen wir mal eine zusammen essen gehen. Koch ich selber zwei, drei Mal die Woche zu Hause. Bin sehr bewandt mit der vietnamesischen Küche. Da muss ich sagen, da muss ich, das ist Pho Ga und Pho Bo Suppe. Ja. Krass. Die gibt es einmal im Nu. Ist auch ein Top-Restaurant, Entschuldigung, hab ich vergessen. Und bei Mr. High. Hast du schon mal bei Dupp? Kantstraße? Bei Dupp schmeckt auch gut. Und bei mir zu Hause schmeckt auch super. Kann ich ja nur bezeugen. Du kannst ja immer mal herkommen, das hier machen. Ja? Ja. Wollen wir mal zusammen vorkochen? Sehr gerne. Machen wir. Eine aus Rindfleisch oder eine aus Burnet Fougar? Mach lieber Hähnchen. Ja. Aber tu mir nur einen Gefallen. Das Hähnchen muss halal sein. Okay. Vom Töten. Nur einfach vom Töten kaufen. Das kriegt man hin. Okay. Simon, du bist auch. Das letzte Mal dick essen würde, wäre der Gemüseeintopf meiner Mutter, welcher der Juwelscheiß. Das würde ich auch essen. Das würde ich nichts verändern, nichts zutun. Alles fertig. Drin. Für mich ist es noch ein Gemüseeintopf quasi, Digga. Was anderes. Okay, ja, aber ungefähr so. Lieb ich. Aber ist auch mit das Gesündeste, was man, glaube ich, essen könnte. Also wir haben Duck zum Beispiel auch mal die Frage gestellt. Der meinte, der würde zum Beispiel sein Leben lang nur noch Pho essen. Damit wäre ich, glaube ich, auch cool. Was ist so dein Kindheitslieblingsgericht? Wenn du dich so an deine Kindheit zurückerinnerst und sagst, das habe ich oft sehr gerne gegessen. Allah erhamme gemma. Das kann keiner mehr machen, weil meine Mutter auch nicht mehr da ist. Rahmatullah alayhi. Dann machen wir immer noch am besten sozusagen. Kann niemand toppen. Ja, so soll es sein. Niemand. Weil weißt du warum? Du hast nicht nur Essen. Aus Herz, Liebe. Das ist alles in einem drin. Du weißt, dieses Essen isst du, da ist alles drin. Und das kann keiner toppen. Und egal, was aus ihren Händen kommt. Ist einfach nur Segen. Sehr schöne Antwort. Ich muss dir sagen, ich bin immer wieder überrascht, dich zu treffen, so, wenn man so diese Vorurteile so aus den Medien und so, oder auch wie die Leute reagiert haben, als wir das erste Mal zusammen da voller Kamera standen. Das ist wirklich blamabel. Ne? Bei jeder ist ja immer der Schlauere und so, aber wenn man ihn so trifft und so ein bisschen hinter die Fassade mal guckt, ist ein ganz anderes Level, Digga. Definitiv. Ja. Immer wieder traurig, was die Leute rausnehmen, in den Medien irgendwie urteilen zu dürfen, obwohl sie nicht nur in den Medien, sage ich mal, die recherchieren, Leute, die überhaupt nicht recherchieren, diese ganzen Mitläufer, die mit den Strom schwimmen, oder so. Die im Internet kommentieren und denken, sie wissen alles, weil sie mal kurz die Nachrichten angeguckt haben, weißt du? Das finde ich halt mal beschämend. Wir machen die Bild auf. Und somit haben sie. Ja, aber egal. Ja, genau. Lass mal. Ich wollte nur da meine Props aussprechen an dieser Stelle. Positive Weise. Wir sind ein Essensformat und wir sind hier keine Politik, die wir hier machen. Keine Klatschzeitung. Eine Frage an dich. Was hat dir von den drei Gerichten am besten geschmeckt? Dadurch, dass ihr hier das Burger Patty, also der Bun anders hätte sein müssen, fand ich am authentischsten so die Pizza. Definitiv. Wenn hier ein anderer Bun drauf, ein selbstgemachter, würde ich den auch richtig geil finden, weil der war komplett der Burger, so wie er war. Bei den Rigatonis sind so, die erinnern mich so ein bisschen so an diese, wenn du so zu Lidl oder so gehst, weißt du? Und da die deine holst. So eine geilen würde ich cool finden, so eine andere Form, weißt du, wie es auch bei Italiener kriegst. Weißt ja, aber das geht ja nicht vom Geschmack her. Ich will ja wissen, ob es wie es geschmeckt hat. Von der Form her, das ist das auch. Eine andere Nudel, ja. Ja, so nach dem Motto. Aber ey, man darf auch nicht vergessen, wo man ist. Man ist eben nicht bei den Nobel-Italiener, sondern man gibt sich hier seinen Snack in der Mittagspause, kommt hierher oder ist hier gerade nach Freizeit vorbei und isst hier was. Und dafür
Preis-Leistung. Sogar der Nobel-Italiener holt diese Spaghetti. Hast du recht? Ja, es ist eine absolute Geschmackssache, oder ja, was das Auge hergibt. Einfach dem einen oder besser. Oder die Form einfach anders. Ja, wow. Ja gut, die Form. Ja, also schreibt mal in die Kommentare. Gefällt euch die Form am besten oder die, die ich meine? Scheißegal, Dicker. Bandnudeln oder die normalen Spaghetti? Ja. Aber im Endeffekt sind das Nudeln. Ja, im Endeffekt ist es... ja, aber irgendwie für mich macht es auch immer so ein bisschen was aus. Ja, ist Macaroni lieber als... Ich weiß nicht, so eine normale Spaghetti manchmal. Mir schmeckt es. Das ist nur das Mundgefühl in dem Moment, was, ja, auf was du mehr Bock hast. Ja, aber das ist ja auch absolute Geschmackssache. So, ja. Wer Bock auf Macaroni hat, holt sich Macaroni. Wer Bock auf Spaghetti hat, holt sich halt Spaghetti. Der lächelt mich da so an. Simon, darf ich dich noch mal kurz bitten? Ja, natürlich. Ich kann auf den ersten Bissen sagen, dass mir der Burger am besten gefällt. Ja. Ich mag diese, ja, leicht süßliche, diese leicht süßliche Barbecue-Soße, ist das, ne? Die karamellisierten Zwiebeln und Pastürma ist überkrass. Ich liebe Pastürma. Das ist so übergeil. Was schmeckt dir am besten? Der Burger. Ja? Mhm. 100%. Wie sagt man so schön, in meinen besten Fresszeiten habe ich eine Pizza Salami gegessen und einen Burger. Ja, safe. Könnt ihr auch. Würden wir jetzt nicht noch zu Pedro Lombardi fahren, würde ich jetzt nicht auch aufessen. Definitiv. Niemals. Es ist ja so, wenn der Magen sich erstmal daran gewöhnt hat, ne, und sich ein bisschen verkleinert hat, dann könntest du das auch nicht mehr essen. Ich sage nicht erst das, vielleicht danach ein bisschen Thunfisch. Ja. Wenn ich wirklich Bock habe auf Kohlenhydrate, 2 Löffel Reis, das war's. 4 Liter Wasser trinken, viel Vitamin C. Morgen früh Sellerie, Ingwer, ein Apfel, rote Beete in den Press, Wirk. Frag mal ihn, das mache ich auch jeden Morgen. Könnt kotzen. aber Alkohol trinken, ja, weißt du, da könnt ihr nicht kotzen. Aber wenn es um rote Beete geht, hey, das kommt zu. Deswegen den Apfel. Der verändert den ganzen Geschmack. Ja? Ja, finde ich auch, der auf jeden Fall. Muss ich erzählen. Sind wir mal ehrlich. Jeder geht auf Toilette, ja, und guckt rein, ob alles okay ist, so sinngemäß. Da ist gar nichts dran. Da ist rot. Rot ist das. Ach so, bei rote Beete. Ja, 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 das, am Anfang dachte ich auch, halt meine Tage bekommen. Ist das? Für meine Tage nicht? Ja, aber dann dachte ich mir. Das verändert schon. Aber dann war mir schnell bewusst, man denkt dann drüber nach und dann weiß man. Sollte man auf jeden Fall machen. Ich muss sagen, bis jetzt war es hier ein sehr schönes Zusammentreffen. Wir haben sehr gut gegessen, ein paar Fragen beantwortet. Ich habe keine Fragen mehr. Ihr seid willkommen, alles gut. Hast du noch eine Frage, Blocki, speziell? Nee, absolut nicht. Ja, alle Fragen zum Thema Essen wurden beantwortet, den Rest haben wir hinter der Kamera gequatscht. Der ist komplett durch. Und das reicht, würde ich sagen. Ne? Den Rest bequatschen wir auch weiter hinter der Kamera. Das ist ein Essensformat und nicht mehr und nicht weniger. Deswegen kommen weitere Folgen. Seid gespannt, aber wahrscheinlich. Deswegen nochmal vielen, vielen lieben Dank an dich. Das war eine neue Folge von Level Beef und wir sind jetzt raus. Ich wünsche euch viel Erfolg. Alles Gute. Danke. Vielen Dank.